Hallo zusammen, hier ist der Hans mit den Honigmann-Nachrichten Nr. 116 vom 29.06.2012. Brüssel. Diese Nacht wird als Wendepunkt in die Geschichtsbücher über die Krise eingehen. Angela Merkels Widersacher konnten die rote Linie der Kanzlerin gleich mehrfach erfolgreich verschieben. Von S. Bolzen, F. Eder und J. Hildebrandt heute bei Welt Online. Die deutsche Kanzlerin hat mehr als 20 Krisengipfel in Brüssel erlebt. Aber die Nacht zum Freitag wird Angela Merkel ganz sicherlich nicht vergessen. Kurz vor 5 Uhr in der Frühe konnte sie das Ratsgebäude endlich verlassen, müde, erschöpft, nach stundenlang knallharten Verhandlungen. Nach einem Gipfel, mit dessen Dramatik die Deutschen im Vorfeld nicht gerechnet haben und dessen Ergebnisse möglicherweise einen Wendepunkt im Krisenmanagement bedeuten, weil Merkels Widersacher in Europas Süden Berlins rote Linien gleich mehrfach verschieben konnten. Das machte die Erklärung von EU-Ratspräsident Herman von Rompuy klar, als er um 4:45 Uhr an die Mikrofone trat. Der Teufelskreis zwischen Banken und Staatsfinanzen muss durchbrochen werden, sagte der Belgier und präsentierte drei wesentliche Beschlüsse, die mit Berlin nie zu machen gewesen wären, hätten sich Italiener und Spanier nicht überraschend auf die totale Blockade verständigt. Ein klarer Sieg für Spaniens Premier. Zum einen können die Banken sich unter angemessenen Bedingungen, was man auch immer darunter versteht, nun direkt Geldspritzen aus dem Rettungsfonds ESM holen. Ein klarer Sieg für Spaniens Premier Mariano Rajoy, dessen Regierung sich nun nicht mehr für die Finanzinstitute verschulden muss und endlich niedrigere Zinsen für ihre Anleihen bekommen dürften. Merkel hatte diese Regelung bisher kategorisch abgelehnt, weil die Eurozone keine Kontrolle über die Finanzhäuser ausüben kann. Allerdings soll bei der Europäischen Zentralbank bis Ende des Jahres eine neue Aufsicht angesiedelt werden. Wäre doch noch ein Nebenpöstchen für Sie. Als Aufsichtsrat wäre doch noch was. Verdienen ja so noch nicht genug. Als noch dramatischer könnte sich die Einigung für die Rettungsfonds EFSF und ESM erweisen. Deren Instrumente können künftig in flexibler und effizienter Weise genutzt werden. Will heißen, die Zeiten der Troika, des deutschen Spardiktats, sind passé. Schuldenländer können etwa den Ankauf von Staatsanleihen durch die Fonds beantragen, wenn sie sich an die bereits bestehenden Reform- und Kontrollvorgaben der EU-Kommission halten. Das war ein klarer Sieg für Italiens Premier Mario Monti. Er hatte sich hartnäckig geweigert, sein Land unter die Troika-Aufsicht zu stellen, weil es alle notwendigen Reformen durchführe und nicht noch mit zusätzlichen Auflagen belastet werden könne. Kanzlerin massiv unter Druck. Schließlich scheiterte Deutschland auch mit seiner Weigerung, dass die Euro-Staaten bei Rückzahlungen aus dem ES-Vertrag vor privaten Gläubigern haben. Künftig sind sie gleichgestellt, ebenfalls eine rote Linie Berlins, die heute Morgen zusammenbrach. Während Italiens Stürmer Mario Balotelli den Deutschen sportlich zusetzte, und nicht nur der, sondern die Schiedsrichter, die Götter in Schwarz genauso, trieb Monti am Donnerstagabend Merkel politisch in die Enge. Gemeinsam mit den Spaniern hatte die Kanzlerin massiv unter Druck gesetzt. Als Waffe benutzten die Südländer den Wachstumspakt ausgerechnet. Dabei hatte dieser Punkt auf der Agenda so einfach ausgesehen. Schon vor einer Woche hatte man sich in Rom auf einen Pakt für Wachstum und Beschäftigung geeinigt. Gemeinsam war die Bundeskanzlerin mit Monti, Rajoy und Frankreichs Staatspräsident François Hollande vor die Kameras getreten. Eigentlich hätte dieses Thema am Donnerstagabend in Brüssel sehr schnell abgehakt sein müssen. Nicht nur über Wachstum reden. Aber es kann nicht sein, dass wir hier nur über Wachstum reden. Das ist eine wichtige Maßnahme. Aber dazu muss auch gehören, dass etwas gegen die Schuld getan wird. Dafür brauchen wir jetzt kurzfristige Maßnahmen, sagte ein spanischer EU-Diplomat. Was die Südländer wollten, schnelle Hilfe gegen ihre hohen Zinslasten, aber ohne Auflagen. Darüber wird jetzt verhandelt, verlautete aus der spanischen Delegation. Vor allem Italiens Regierungschef Monti trat während der Beratungen durch dem Vernehmen nach als klarer Wortführer der Schuldenstaaten auf. Am Montag, wenn die Märkte öffnen, müsse Europa etwas zu bieten haben. Das könne weder Klein-Klein, wie der Wachstumspakt, noch die Vision für ein vertieftes Europa sein.
Als Monti im vergangenen November in Brüssel zum ersten Mal als Regierungschef teilnahm, war er ein anderer Mensch. Er ist nicht mehr Vito zu erkennen, beschreibt ein EU-Diplomat die Wandlung. Seinerzeit verband Europa und vor allem Deutschland große Reformen, Hoffnungen mit den Italienern. In dessen dramatischen Euronacht hat er sich als Merkels ärgster Widersacher herausgestellt. So Welt Online. Heftige Kritik an Innenminister Friedrich. Weil der für ein Foto mit dem Musiker Bushido posierte, schimpfen Opposition und Polizeigewerkschaft. Bushido sei ein Juden- und Schwulenverachter. Innenminister Hans-Peter Friedrich, CSU, hat sich wegen eines Fotos mit Rapper Bushido heftige Kritik eingehandelt. Ich bin entsetzt. Ich würde mich mit so einem Typen nicht ablichten lassen, sagte der Chef der deutschen Polizeigewerkschaft Rainer Wendt der Bild-Zeitung. Wenn dieser Auftritt cool oder hip sein solle, dann befänden sich die Union und der Minister auf einem bösen Holzweg. Der CSU-Politiker hatte am Dienstagabend beim Sommerfest des Wirtschaftsflügels der Union-Fraktion mit Bushido für ein Foto posiert. Der Musiker absolviert in dieser Woche ein Praktikum im Büro des CDU-Bundestagsabgeordneten Christian von Stetten. Auch in der Opposition zeigte man sich entrüstet. Es ist ein Bundesminister unwürdig, sich für ein bisschen billige Boulevardberichterstattung mit einem frauenfeindlichen Juden- und Schwulenverachter zu verbrüdern, sagte Volker Beck. Der hat's gerade nötig. Der hat ja andere Sprüche losgelassen, nur andere dürfen das nicht. Fraktionsgeschäftsführer der Grünen im Bundestag, dem Nordmunder Ruhrnachrichten. Bushido selbst äußerste Respekt vor deutschen Politikern. Das ist schon ein Knochenjob. Seine erste Praktikumstage hätten ihn schwer beeindruckt. So einen Finanzausschuss, den musste erstmal überleben, sagte der 33-Jährige. Der Rapper hatte angekündigt, sich politisch stärker engagieren zu wollen und möglicherweise eine Partei zu gründen. So war es heute bei Welt Online zu lesen. City of London. Eine Gruppe von unabhängigen britischen Juristen hat Israel vorgeworfen, durch sein Vergehen oder Vorgehen gegenüber inhaftierten palästinensischen Kindern die internationalen Gesetze zu verletzen. In einem Bericht dieser unabhängigen britischen Anwälte und Juristen heißt es, dass Israel unter anderem schmerzhafte Handfesseln und Augenbinden für die palästinensischen Kinder in seinen Gefängnissen benutzt und ihnen das Recht auf einen Anwalt verweigert. Diese neunköpfige Delegation besteht aus britischen Juristen wie dem ehemaligen Richter am britischen Appellationsgericht Stephen Sidley und der früheren Generalstaatsanwältin Lady Scotland. Die israelische Regierung gab bekannt, den Bericht untersuchen zu wollen. Teheran. 7 Monate nach der Schließung ihrer Botschaften haben sich der Iran und England darauf geeinigt, Drittländer mit der Vertretung ihrer Interessen zu beauftragen. Wie Außenminister Ali Akbar Salehi mitteilte, wird künftig Oman die iranischen Interessen in London vertreten. Für die britischen Interessen in Teheran wird Schweden zuständig sein. Die Vereinbarung wurde Salehi zufolge Mitte Juni bei einem Treffen mit seinem Kollegen William Hague am Rande einer internationalen Afghanistan-Konferenz in Kabul getroffen. Taschkent. Die Republik Usbekistan hat beschlossen, ihre Teilnahme an der Tätigkeit der Organisation des Vertrages über kollektive Sicherheit, OVKS, einzustellen, teilt eine Nachrichtenagentur Schachon des usbekischen Außenministeriums am Freitag mit. Laut der Mitteilung hatte das Außenministerium Usbekistans in einer Note vom 20. Juni das OVKS-Sekretariat über die Einstellung seiner Mitgliedschaft im Militärbündnis der US-Staaten informiert. In dieser Note sind die konkreten Motive und Gründe formuliert, die diesen Beschluss begründen, heißt es weiter. Am Donnerstag hatte das UVKS-Sekretariat des RIA Novosti mitgeteilt, dass Taschkent seinen Austritt aus dem Militärbündnis der GUS-Staaten in einer Note angekündigt hatte. Wie die Presseabteilung beim russischen Außenministerium am Freitag berichtete, werden die UVKS-Mitgliedsländer eine rechtliche Beurteilung der Folgen des Austritts Usbekistans aus dem Militärbündnis der GUS-Staaten geben und danach eine einheitliche Position dazu erarbeiten.
Die Organisation des Vertrages über kollektive Sicherheit wurde auf der Grundlage des Vertrages über kollektive Sicherheit gebildet, der am 15. Mai 1992 von den GUS-Mitgliedsländern unterzeichnet worden war. Laut dem Vertrag hat jeder Teilnehmer dieser Organisation das Recht, seine Mitgliedschaft in der UVKS jederzeit einzustellen. Usbekistan war bereits 1999 aus der UVKS ausgetreten. Die damals weigerte sich Taschkent, den Vertrag über kollektive Sicherheit zu verlängern. Im August 2006 kehrte Usbekistan jedoch in diese Organisation zurück. Der UVKS gehören nach Usbekistans Austritt Armenien, Kasachstan, Kirgisistan, Russland, Tadschikistan und Weißrussland an. Laserverbindung im Weltraum. Die Europäische Weltraumorganisation soll 2013 die Raumsonde LADEE zum Mond starten. Der Raumapparat wird nicht nur weiter den Erdsatelliten erforschen, sondern auch erstmals das hochschnelle Laserverbindungssystem erproben, berichtet CNews. Die Sonde wird die Angaben durch einen digitalen Laserkanal mit höchster Geschwindigkeit übermitteln können. Fachleuten zufolge wird man binnen einer Sekunde den Informationsumfang übertragen können, der Dutzenden Filmen gleich ist. Die genaue Geschwindigkeit soll während des Tests gemessen werden. LLCD stellt ein leistungsstark infraroter Laserstrahler dar. Das System der Laserverbindung ist insbesondere für die Schaffung der neuen Generation von optischen Verbindungslinien notwendig, die für die Übertragung eines großen Datenumfangs während der Flüge in den weiten Weltraum erforderlich sind. New York. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon reist am Freitag nach Genf zu einem internationalen Treffen der Aktionsgruppe für Syrien und erwartet, dass dieses Treffen zu einem Wendepunkt bei den Bemühungen um die Lösung der Krise wird. Vor allem werden wir besprechen, wie eine völlige Einstellung der Gewalt zu erreichen ist, sagte Ban Ki-moon am Donnerstag zu Journalisten im UN-Hauptquartier. Er unterstützte ein weiteres Mal den Regelungsplan, den sein sondergenannter Gesandter Afi oder Kofi Annan vorgeschlagen hat. Was ist denn wieder los? Der Sechs-Punkte-Plan sieht insbesondere eine Waffenruhe zwischen den Behörden und der bewaffneten Opposition in Syrien sowie die Aufnahme eines politischen Dialogs vor. Vorläufig geschieht weder das eine noch das andere. In Genf soll Annan die Bildung einer syrischen Übergangsregierung unter Beteiligung aller Seiten vorschlagen. Dabei darf Präsident Bashar al-Assad, dessen Rücktritt die syrische Opposition fordert, ihr, wie die Medien schreiben, nicht angehören. Ich will keine Voraussagen machen, aber bei dem Sechs-Punkte-Plan geht es um eine Roadmap für die Übergangsperiode. Diesen Plan unterstützten alle Teilnehmer des Treffens in Genf. Darauf wird die Hauptaufmerksamkeit der Aktionsgruppe fokussiert, so Ban Ki-moon. Am vorigen Mittwoch verschickte Annan die Einladung zum Treffen der Aktionsgruppe an die Außenminister der fünf ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates Russland, USA, Großbritannien, China und Frankreich sowie der Türkei, des Irak, von Kuwait und von Katar an die Führung der UNO, der Arabischen Liga und an den hohen Vertreter der EU für Außenpolitik und Sicherheit. Wir bleiben in New York. Die UN-Generalversammlung erklärte den 20. März zum internationalen Glückstag. Diesen Vorschlag des Königreichs Bhutan stimmten alle 193 UN-Mitgliedstaaten zu. Laut der Resolution der UN-Generalversammlung werden nun die Mitgliedstaaten aufgefordert, diesen Tag dementsprechend gegebenenfalls durch Bildungs- und Aufklärungsprogramme zu feiern. Berlin, Deutschorden. Abstimmung über Fiskalpakt der Euro-Rettungsschirm. Für eine Plenarsitzung an einem Freitag ist der Termin ungewöhnlich. Von 17 bis voraussichtlich 21 Uhr will der Bundestag am 29. Juni 2012 abschließend über den Fiskalpakt und den dauerhaften europäischen Stabilitätsmechanismus ESM beraten und namentlich abstimmen. Für den Fiskalpakt wie für den ESM-Vertrag wird eine Zweidrittelmehrheit verlangt. Grund für die Debatte am späten Nachmittag ist der EU-Gipfel am 28. und 29. Juni in Brüssel. Die Ergebnisse des Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten soll abgewartet werden, ehe der Bundestag und danach auch der Bundesrat zur Abstimmung schreiten.
Auf der anderen Seite sollen die Beschlüsse noch im Juni gefasst werden, damit der ESN wie geplant am Sonntag, 1. Juli, in Kraft treten könnte. Gauck will bitte aus Karlsruhe nachkommen. Naja, danach sieht es zurzeit aber nicht aus, denn das Bundesverfassungsgericht hat Aufsichtsrat der Bundesrepublik in Deutschland, IM Larve, Joachim Gauck, vorsorglich gebeten, von einer Ausfertigung der Gesetze zum ESM und zum Fiskalvertrag zunächst abzusehen, um dem Gericht ausreichend Zeit zur Prüfung angekündigter bzw. bereits voranliegender Eilanträge zu geben. Aufsichtsrat Gauck hatte am Donnerstag, den 21. Juni, erklärt, er wolle diese Bitte in Übereinstimmung mit der ständigen Staatspraxis zwischen den Verfassungsorganen, wie bitte? Verfassung? Gibt's nicht. Und aus Respekt gegenüber dem Bundesverfassungsgericht stattgeben. Schon wieder. Sobald Bundestag und Bundesrat die Vertragsgesetze beschlossen haben. Zu Beginn der Beratungen gibt Geschäftsführerin der Bundesrepublik in Deutschland, IM Erika, Dr. Angela Merkel, CDU, nach einer Sitzungsunterbrechung ab etwa 17 Uhr eine 20-minütige Regierungserklärung zur Schaffung einer europäischen Stabilitätsunion ab, an die sich eine voraussichtlich 2,5-stündige Aussprache mit abschließenden Abstimmungen anschließt. Insgesamt sind 4 namentliche Abstimmungen angekündigt. Möchte mal gerne als Mäuschen dabei sein, um mal zu hören, was dort gelogen und mal wieder betrogen wird. Die bevorstehende Entscheidung über den ESM und den Europäischen Fiskalpakt sorgt für Unmut. Bürger, Staatsrechtler und Politiker reichen Klage ein, meldete die Financial Times Deutschland am Donnerstag. Vor der Abstimmung im Bundestag und Bundesrat an diesem Freitag sind beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe bereits 5 Klagen gegen den Europäischen Fiskalpakt und den Euro-Rettungsschirm ESM angekündigt. Das sagte die Sprecherin des Gerichts auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa. Schriftsätze angekündigt haben die Fraktion der Linken im Bundestag, die ehemalige Justizministerin Hedna Deubler-Gmelin, SPD, gemeinsam mit dem Verein Mehr Demokratie sowie eine Gruppe von Klägern um den emeritierten Nürnberger Staatsrechtler Karl Albrecht Schacht-Schneider. Der CSU-Politiker Peter Gauweiler habe bereits einen Klageentwurf vorab eingereicht. Außerdem liege bereits die Verfassungsbeschwerde eines einzelnen Bürgers vor, sagte die Gerichtssprecherin. Ich habe auch mit unterschrieben dagegen. Am vergangenen Wochenende hatte Außenminister Wolfgang Schäuble den amerikanischen Präsident Barack Obama deutlich in die Schranken gewiesen, wie WSWS.org am Freitag vermeldete. Dieser hat Deutschland in den letzten Wochen mehrfach gedrängt, sein finanzielles Engagement für die Rettung des Euro und der notleidenden europäischen Banken zu verstärken. Ich höre immer nur Banken. Sind die für ihren Scheiß nicht selber verantwortlich? In einem Fernsehinterview erklärte Schäuble am Sonntag, dass Obama sich erst einmal auf die Beseitigung des amerikanischen Defizits konzentrieren solle, bevor er Europa Ratschläge erteile. Das amerikanische Defizit ist höher als das der Eurozone. Schäubles Ermahnung, dass die Amerikaner erst einmal ihr eigenes finanzielles Haus in Ordnung bringen sollten, bevor sie den Europäern gute Ratschläge erteilten, ist die jüngste und öffentlichkeitswirksamste Zurschaustellung der wachsenden Spannungen zwischen den traditionellen Nahkriegspartnern, und im Hintergrund steht die Gefahr, dass die Krise in Europa völlig außer Kontrolle gerät. Das ist ja auch gewollt. Den Bemerkungen von Finanzminister Schäuble war ein scharfer Wortwechsel des Präsidenten der Europäischen Kommission, José Manuel Barroso, am Vorabend des G20-Gipfels in Mexiko mit einem kanadischen Journalisten vorausgegangen. Dieser hatte ihn gefragt, warum Nordamerika die europäische Krise mitfinanzieren solle. Barroso erwiderte verärgert: Wir sind nicht hierher gekommen, um in Sie Fragen der Demokratie belehren zu lassen oder wie wir unsere Ökonomie zu managen haben. Die Krise sei nicht von Europa ausgegangen, fuhr er fort, sondern von Nordamerika. Wer es glaubt, wird selig. Das Wall Street Journal kommentierte Barrosos Bemerkungen mit den Worten: Der Zwischenfall zeigt, wie die Spannungen überkochen, während die Krise in eine noch gefährlichere Phase eintritt. Gemeinsam mit der britischen Regierung und dem Internationalen Währungsfonds drängt Washington Deutschland zuzustimmen, frisches Geld in das europäische Bankensystem zu pumpen, entweder über die Europäische Zentralbank, EZB,
oder über den Rettungsfonds ESM der Europäischen Union. London und Washington fordern auch die Einführung eines gemeinsamen europäischen Finanzmechanismus, sogenannter Eurobonds, um die Finanzierung der Staatsdefizite aus dem Kontinent zu erleichtern. In seinem Fernsehinterview vom Sonntag bekräftigte Schäuble nach der Zurechtweisung Obamas noch einmal seine Ablehnung von Eurobonds. Schäuble hat schon häufig erklärt, dass Voraussetzung für die Einführung von Eurobonds die Aufgabe von Souveränität der europäischen Staaten in der Haushalts- und Fiskalpolitik sei. Vor dem G20-Gipfel veröffentlichte das Handelsblatt einen Gastkommentar des Romney-Beraters R. Glenn Hubbard. Der Artikel mit dem Titel »Nicht von Amerika lernen« kritisierte Obamas Haushaltspolitik scharf und auch den Versuch des Präsidenten, den Europäern eine ähnliche Politik aufzudrängen. Obama reagierte auf den Handelsblattartikel scharf. Auf einer Pressekonferenz nach dem Mexiko-Gipfel kritisierte Obama, dass das Romney-Lager eine deutsche Zeitung für seinen Wahlkampf genutzt habe. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir jeweils nur einen Präsidenten und eine Regierung haben. Traditionell enden die politischen Differenzen Amerikas am großen Wasser, sagte Obama gegenüber Reportern. Die mit zunehmender Schärfe veröffentlicht außengetragenen Streitereien über den Atlantik hinweg sind Ausdruck der Tiefe der Krise, die auch jahrzehntealte politische Beziehungen über den Haufen werfen. Gleichzeitig bedeutet die gegenseitige Abhängung der Finanzmärkte oder Abhängigkeit der Finanzmärkte, dass ein Kollaps des Euro verheerende Auswirkungen nicht nur auf die USA, sondern auf die ganze Weltwirtschaft hat. Am frühen Morgen des Mittwochs stürmten Amokschützen den regierungsfreundlichen Fernsehsender Al-Ishbaria TV in einen südlichen Vorort der syrischen Hauptstadt Damaskus, wie ebenfalls WSWS.org am Freitag meldete. Sie töteten 7 Angestellte, andere wurden verletzt und mehrere Menschen wurden als Geiseln genommen. Der Angriff erfolgte einen Tag, nachdem Präsident Bashar al-Assad erklärt hatte, Syrien befinde sich im offenen Kriegszustand. Zu den Toten gehörten 3 Journalisten und 4 Wachmänner. Die Angreifer feuerten mit Automatikwaffen und Panzerfäusten auf die Wachmänner. Dann begannen sie, die Büros des Satellitensenders zu verwüsten und legten starke Sprengsätze, die das Gebäude in einen brennenden Trümmerhaufen verwandelten. Eine Außenwand der Gebäude, wo die Leichen der Angestellten gefunden worden waren, war voll mit Blut. Sie waren auf die Knie gezwungen und dann kaltblütig erschossen worden. Der Angriff auf Al-Ishbaria TV ereignete sich nur einen Tag, nachdem die Europäische Union neue Sanktionen gegen die staatlichen Medien Syriens erlassen hatte und nachdem die Arabische Liga diesen Monat 2 panarabische Satellitenunternehmen gezwungen hatten, syrische Sender zu blockieren. Die zunehmende Gewalt im Land war verbunden mit zunehmenden Drohungen von außen, vor allen Dingen von der Türkei, die die Spannungen erhöht hat, nachdem Syrien Ende letzter Woche ein türkisches Kampfflugzeug über syrischen Luftraum abgeschossen hatte. Die türkische Regierung hatte geschworen, alle syrischen Truppen, die sich der 550 Meilen langen Grenze nähern, als feindselig einzuordnen und militärisch gegen sie vorzugehen. Die Gewalt in Syrien hat das Niveau von vor dem Waffenstillstand vom 12. April, den der Sonderbeauftragte der UN und der Arabischen Liga, Kofi Annan, ausgehandelt hatte, wieder erreicht oder sogar übertroffen, erklärte der stellvertretende Abgesandte der UN, Jean-Marie Joanneau, dem Menschenrechtsrat der UN, am Mittwoch. Russland, das bisher die amerikanischen Forderungen nach einem Regimewechsel in Syrien ablehnt, kritisiert den UN-Bericht, der nicht berücksichtigt, welche Gewalt die Rebellen verüben, die vom Westen unterstützt werden. Ein Agent der US-Antidrogenbehörde, DEA, hat am vergangenen Samstag in Honduras einen mutmaßlichen Drogenhändler erschossen. Das ist nicht das erste Mal, doch anders als in früheren Fällen hat die US-Regierung diesmal zugegeben, dass der Schütze tatsächlich ein US-Beamter war und kein honduranischer Polizist. Er habe jedoch in Notwehr gehandelt, so die US-Botschaft in Tegucigalpa. Der Beamte habe entsprechend den Einsatzregeln gehandelt, die in einem bilateralen Abkommen zwischen Honduras und den USA festgelegt sind. Waffengebrauch ist demnach gestattet, wenn Menschenleben in Gefahr sind. Es gab 4 Festnahmen, mehrere Waffen und 360 Kilogramm Kokain wurden sichergestellt.
Der fünfte Verdächtige sei getötet worden, als er versuchte, eine Waffe zu ziehen, erklärte der Sprecher der US-Botschaft Stephen Posivak. Anfangs Juni forderte eine Gruppe von 40 honduranischen Wissenschaftlern und früheren Regierungsvertretern in einem Brief an US-Präsident Barack Obama und dessen Außenministerin Hillary Clinton einen Stopp der Unterstützung der honduranischen Armee und Polizei. 300 Akademiker in 29 Staaten haben sich dem Aufruf angeschlossen. Eine der Unterzeichnerinnen, die Anthropologin Adrienne Pine von der American University in Washington, D.C., die auch zu Honduras arbeitete, erklärte, es ist absolut nicht angebracht, dass US-Strafverfolgungsbehörden andere Menschen in anderen Ländern töten. Die dürfen das. Amerika darf alles. Als Weltpolizei nehmen die so viel heraus. Naja, so. Und das war's mal wieder für heute. Wünsche euch mal wieder einen Tag, so wunderschön wie heute. Wetter ist dementsprechend, also ich habe hier fast über 30 Grad drin. Deswegen hier auch mein Tässchen Kaffee. Madet jod, tschö.